ob die ganze Sache hier passt. Ja, schaut doch ganz gut aus. Willkommen bei CSA Automotive. Projekt Mini geht in die nächste Phase. Jetzt die Seitenscheibenblenden. Ihr kennt ja die Seitenscheibenblenden vielleicht schon von anderen Fahrzeugvideos oder eben von anderen Insta-Posts und so weiter. Ziemlich cooles Produkt. Macht so ein bisschen so ein Rallye-Optik, ne? Ja. Kommt so ein bisschen Rallye-Gefühl da auf. Und der Mini tatsächlich war ja früher auch so ein Rallye-Auto, in den, keine Ahnung, als 80er Jahren oder sowas, 70er Jahren, ich weiß es gar nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wann die da mit diesen Kisten unterwegs waren. Ich sag mal Seifenkisten, ne? Gut, alles passt soweit. Was wir jetzt machen müssen, ist natürlich erstmal noch mal ein bisschen sauber machen. Genau, wie immer mit unserem Reinigungstuch. Im Endeffekt ist es wichtig, dass die Klebestellen ordentlich gereinigt werden. Das wäre dann nämlich hier im äußeren Bereich. Da jetzt noch gar nicht so drauf dämmeln, weil sonst kriegt ihr den nächsten schlecht raus, ne? Genau. Und wenn alle draußen sind, dann kann man richtig andrücken. Ja, geile Sache, Seitenscheibenblenden. Wenn ihr Bock drauf habt, gibt es für viele verschiedene Fahrzeuge. Hier in dem Fall für den Mini, in dem Fall auch für den Dreitürer. Für den Fünftürer wäre es ein bisschen blöd, weil da gehen meistens die Fenster hoch und runter und dann eben würden sie nicht mehr hoch und runter gehen. Dann gibt es natürlich in den ganz verschiedenen Oberflächen einfache Montage. Geht auch relativ einfach wieder demontieren, weil 3M Klebeband. Hier ist eine TÜV-Freigabe dabei, das heißt einfach das TÜV-Gutachten mitführen und bei Kontrollen vorzeigen. Bleibt dran, es kommen noch weitere Plastikteile an das Auto. Bis demnächst. Abonnieren und liken. Danke. Ciao. Ciao.